Moin, hier ist Peter aus der Wildnis und dieses Mal will ich euch den Roundhouse Kick beibringen. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch hier in diesem Video. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. So, alles was ihr braucht, ist einfach nur eine Rasenfläche oder eine Sandfläche. Bei Sand gibt es immer so einen kleinen Widerstand beim Absprung. Eigentlich ist das nicht so gut, aber um euch nicht zu verletzen, wäre das wieder gut. Für viele, die sich das schon zutrauen auf dem Rasen, für den empfehle ich, die Schuhe auszuziehen. Schuhe stoppen immer und dabei könnt ihr euch den Knöchel verdrehen. Habt am besten Socken an, die rutschen immer so ein bisschen noch nach auf dem Rasen. So, wenn wir das haben, dann stehen wir schulterbreit und wollen erstmal eine konkrete Linie springen. Das heißt, wir fangen nicht gleich von 0 auf 100 an und drehen uns so schnell wir können, sondern wir wollen das alles ein bisschen gezielt machen. So. Wir fangen in Einviertelschritten an. Kamera ist vor mir und diesen kleinen Schritt möchte ich erstmal springen. Das heißt, ich gehe runter und dann hole ich hier Schwung und höre hier am besten auf. Das heißt, hier runtergehen und springen. Zack. Um die Sprünge jetzt gezielter zu machen, könnt ihr immer die Beine vorher aufmachen. Das heißt, hier geht ihr runter. Beim Hochspringen macht ihr die Beine zu, zack, die Arme gehen weiter, ihr springt und hier kurz bevor ihr aufkommen wollt, macht ihr die Beine wieder auf. So könnt ihr immer die Linien springen und landet immer dort, wo ihr wollt. Das heißt, wenn ich jetzt da lang springen will, das heißt dreiviertel Umdrehung, dann würde das so aussehen. Achtet mal auf die Beine. Zack, habt ihr gemerkt? Die waren zu und ich habe sie wieder aufgemacht. Aus dieser Position war das, glaube ich, gar nicht erkenntlich. Ich zeige das nochmal bei einer 360-Grad-Umdrehung. Das würde man besser sehen. So, das heißt, ich drehe mich einmal rum und hier kurz bevor die Kamera kommt, da reiße ich die Beine auf und lande genau hier wieder auf dem Fleck. Zack. So könnt ihr immer an den Punkten landen, die ihr vorgenommen habt. So, wenn ihr jetzt die eine Umdrehung könnt, dann könnt ihr natürlich so lange weitermachen, bis ihr zwei Umdrehungen macht. Das heißt, wir wollen jetzt ein Viertel machen. Das heißt, so wieder Power holen, runtergehen, hochspringen, Beine zu machen und wieder auf. So, und ihr landet genau da, wo ihr hin wollt. Gut, jetzt wollen wir natürlich auch den Kick hinterher setzen. Und hier fangen wir auch wieder Schritt für Schritt an, dass wir halt immer diese ein Viertel Schritten machen. Das heißt, hier runtergehen und dorthin springen. Zack. Und ihr dreht euch ja zur linken Seite und nimmt dabei das linke Bein hoch. Das heißt, hier, da. Die Arme sind immer gegenüber, weil die immer den Schwung holen in diese Richtung. So, Arme runter, Schwung holen in diese Richtung, abspringen, zack, und das Bein mit nach oben nehmen. So, das wird so schnell aussehen. Zack. Gut, ein Viertel ist immer gar nicht so spektakulär. Interessanter wäre es bei 180 Grad, also hinter mir. Das heißt, einmal hier so, hopp, und das Bein ist oben. So, warum jetzt das Bein oben? Naja, am Ende könnt ihr das Bein ausstrecken und den Kick machen. Jetzt mache ich eine ganze Umdrehung und halte dabei nur das Bein oben. Das wird dann so aussehen. Fapp. Weil viele machen den Fehler, dass sie hochspringen und versuchen, mit dem Bein gleich zu kicken. Und dabei kommen sie in eine Schieflage, die wir vermeiden wollen. Das wird dann so aussehen. Wir versuchen automatisch gleich zu kicken und das ist der Fehler. Wir müssen erstmal die Umdrehung machen. Deswegen auch die Umdrehung und das Bein erstmal nur nach oben nehmen. So, zack. So landet ihr auch wieder auf einem Bein und könnt euch dann auf dem Boden gleich mitdrehen. Und so sieht das dann alles fertig aus. Zack. Natürlich könnt ihr dann noch mehr Umdrehungen machen, irgendwann zwei Umdrehungen. Und wenn ihr dann richtig gut seid, setzt ihr bei 720 Grad Umdrehung noch einen Kick hinterher. Gut, das war's erstmal. Die Sonne geht unter. Ich bin aus der Puste. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren.